Hallo, ich bin der Dani, ich bin 17 Jahre alt und das ist die Vorstellungsrunde von der Trainingsgruppe Wien West. Hallo, ich bin der Johnny, Jonathan, und ich bin 17 Jahre alt. Ich gebe weiter zu Martin. Hallo, ich bin der Martin, ich bin 16 Jahre alt und jetzt kommt die Kara dran. Hallo, ich bin die Kara, ich bin noch 15, ich werde im Juli 16. Ja, hallo, ich bin der Simon, ich bin gerade 15 geworden und jetzt kommt das Svegat. Hallo, ich bin der Sebi, ich bin 14 Jahre alt und jetzt kommt der Felix. Ja, hallo, ich bin der Felix, Trainer von der Trainingsgruppe Wien West. Wir trainieren zusammen seit einem Jahr. Seit dieser Saison haben wir einen neuen Trainerzuwachs, und zwar die Liz Görgel. Und sie wird jetzt auch noch ein paar Worte an euch richten. Hallo, grüß euch, da ist die Liz. Ich freue mich riesig über diese Konstellation, dass ich euch ein bisschen schinden darf heuer im Sommer. Ich habe mir mit Felix schon einiges überlegt und ich würde sagen, wir legen jetzt los, oder? Wir machen jetzt diesen Hauptteil vom funktionellen Krafttrainingszirkel, weil es ist kein Kraftausdauer. Warum machen wir das überhaupt? Damit ihr jetzt einmal allgemein athletisch vorbereitet werdet für die nächste Phase. Und das kann man super mit Grundlagenausdauertraining kombinieren. Deshalb machen wir das in einem gewissen Pulsbereich. Seid ihr motiviert? Sicher, ja, immer. Sicher. Jo. Gut. Felix, du zeigst einmal die Übungen vor. Passt, dann beginnen wir mit der Reißkniebeuge. Los. Reißkniebeuge gegen die Wand. So nah wie möglich. Okay, los. Sehr gut, Martin, gefällt mir sehr gut. Dani, auch gut, Johnny. Gut, wirklich schön hüftbreit stehen, ganz tief runter, mit dem Hintern so weit wie möglich absitzen und wieder aufstehen. Gute Spannung im Oberkörper, auch im Schultergürtel. Sehr gut. Wenn wir 10 Wiederholungen haben, gehen wir weiter zum Liegestütz. Gute Spannung im ganzen Körper von Kopf bis zu den Zehen. Bauchspannung, Hintern angespannt. Kara, du warst bis zum Brustbein. Das gilt für alle. Nasenspitze am Boden. Das nächste Übung. Und einen schönen Abdruck. Genau, nach oben. Ein Strecksprung. Genießt die Bewegung richtig. Das ist super für eure Muskeln. Dann kommt das Wadelpressen in alle Richtungen. Wadel ganz unten beginnen bis ganz oben. Genau, full range of motion, so weit wie möglich runter mit der Ferse, damit wir alle Anteile vom Wadenmuskel dabei haben. Gute Spannung. Genau. Dann wechseln wir weiter auf den Kettlebell Swing. Die zwei Ausführungen. Arme hüftdominant mit wenig Knieschub und dann den mit viel Knieschub. Genau, macht's fünfe hüftdominant, fünfe kniedominant. Ara, super, du kannst noch weiter runter mit den Knien. Hört sehr gut aus. Yes, sehr gut. Jawohl. Dann gehen wir weiter zum Lunge. Wie gehabt in alle Richtungen, vorne, schräg vorne. Sehr gut, diagonal vor, Dann ist die seitlich, Beinachse sehr gut. bleibt, genau. Sehr gut. Und dann mit dem anderen Bein, Spitze. Ja, der Körper braucht Zeit, um sich zu adaptieren. Und natürlich muss man ihm die Zeit geben, auch ruhig bleiben, aber natürlich muss man es auch machen. Von nichts kommt nichts. Deshalb versuchen wir so ein vielseitiges Training wie möglich zu gestalten. Weil wir das für Skifahren auch brauchen, die Vielseitigkeit, die Dreidimensionalität und die Full Range of Motion. Die seitlichen Sprünge noch. Stabilisationssprünge. Schön stabilisieren, schnellen Abdruck, zack und stabilisieren. Und ausharren, 2, 3 Sekunden. Ziel ist nicht umfallen und nicht mit dem anderen Bein den Boden berühren. Braucht es weniger weit springen oder dafür möchte ich, dass ihr kontrolliert habt. Gleichgewicht ist es um und auf für die Sturzprävention. Nächste Übung, genau, der Beuger. Sehr gut, Kara, noch ein bisschen mehr Bauchspannung. Bauch richtig anspannen, Beckenboden. Simon, gut. Bitte. Dani, auch gut. Johnny, sowieso. Martin gefällt mir auch sehr gut. Und Sebastian auch, spitze. Ja, gut, schaut das aus.